Ich habe wirklich lange überlegt, wie ich mich zu dem Thema Asyl äußern soll. Ich habe in letzter Zeit beobachtet, habe mich nichts zu den Anschlägen oder zu den Attentaten in Köln geäußert und habe dazu Stellung bezogen, weil das Thema einfach viel zu heikel, viel zu prekär und viel zu medial ist im Moment. Ich kann euch nur sagen, wie immer, wie meine Sicht ist. Ich behaupte nicht, dass ich die Wahrheit kenne. Die Wahrheit liegt wie immer im Auge des Betrachters. Aber ich möchte euch dennoch versuchen, mein Bild darzulegen. Vor einigen Monaten, wenn ihr euch erinnern könnt, schrien noch alle nach, Europa sollte destabilisiert werden. Europa sollte destabilisiert werden. Damals war der Kontext noch der Konflikt zwischen Amerika und Russland. Europa sollte stabilisiert werden, damit das Bündnis Europa und Russland nicht in die Höhe kommen kann und somit Russland mehr und mehr geschwächt wird. Die Sanktionen zwischen Europa und Russland sind weiter angetrieben worden. Die Russland hätten schaden sollen, im Endeffekt eigentlich fast nur Europa selbst geschadet haben und alle Leute waren auf den Barrikaden oder sagen wir mal sehr viele Leute waren auf den Barrikaden. Oh mein Gott, Europa wird destabilisiert. Angriff auf den Euro, Börsencrashes und. Im letzten Jahr im Mai herum beim Bilderberger Treffen ging die Show so richtig los. Nach dem Bilderberger Treffen, oder man könnte sagen, so circa nach dem Bilderberger Treffen, hat die Politik eine andere Sprache angenommen zum Thema Flüchtlinge. Alle Flüchtlinge wurden quasi speziell von der Frau Merkel eingeladen, nach Deutschland bzw. nach Europa zu kommen, weil wir so sozial sind. Und da fängt das Problem an. Nämlich das Problem nicht, dass sie eingeladen wurden, sondern dieses Problem ist ein sehr vielschichtiges Problem und ist ein sehr komplexes und es sind viele Zahnräder, die ineinander fahren. Ich glaube einerseits, dass die Leute, dass bewusste Gruppen von Leuten hierher geschoben wurden, mit kriminellen Absichten und terroristischen Absichten. Ich glaube auch, dass es eine Art Völkerwanderung getriggert, dass eine Art Völkerwanderung getriggert wurde, dass die Leute hierher kommen, dass sowohl Syrer, sowohl normale Flüchtlinge oder normale, sowohl Flüchtlinge in den Krieg in den Ländern herrscht, als auch Wirtschaftsflüchtlinge. Und ich habe damals gesagt, wo ist eigentlich da der Unterschied, wenn jemand, also derjenige, der behauptet, er würde nicht versuchen, ein Land zu wechseln und würde daheim lieber von, was weiß ich, Wasser und Brot leben, der werfe den ersten Stein. Ich behaupte, dass 90% aller Menschen, beziehungsweise, ich sage so: 99% aller Menschen, die sagen, die Leute sollen zu Hause bleiben, haben nicht einmal die nötige Empathie, um sich hineinzuversetzen, was es überhaupt bedeutet, warum diese Leute mit Familie beziehungsweise ohne Familie das eigene Land verlassen und in ein neues Land aufbrechen, in dem sie nicht einmal die Sprache sprechen und die Zukunft komplett ungewiss ist. Allein die Vorstellung davon, ein bisschen nötige Empathie. Aber den meisten Leuten bleibt das bis zum jetzigen Zeitpunkt ja verwehrt. Viele Leute kommen und es ist eine Massenwanderung. Und es ist wirklich so, dass wenn mal die ersten zwei, drei Leute rennen, laufen fünf Leute, zehn Leute, 20, 50, 100 und dann geht's los. Und das ist das, was wir in den Grenzen erkennen, dass Hunderte bzw. Tausende Leute sich da auf den Weg machen und dann an unseren Grenzen anstehen. Unseren Grenzen, sage ich jetzt mal, europäische Grenzen. Es gibt halt nicht viele Optionen, was wir mit den Leuten machen. Und ich habe es in einem anderen Video auch schon gesagt, entweder wir machen die Grenzen zu, dann ist ein Rückstau an den Grenzen, oder wir machen es auf und fluten damit Europa und destabilisieren somit Europa. Warum destabilisieren? Es ist Faktum, und das meine ich jetzt dann nicht aus einem antisemitischen, aus einem ausgrenzenden oder was auch immer für einen Kontext. Aber die Leute kommen aus einer komplett anderen Infrastruktur, aus einer anderen Kultur, aus einer anderen Glaubensrichtung und das hat nichts jetzt damit radikalen Glauben zu tun.
Die Wertigkeiten sind andere. Das ist genauso, wenn du jetzt wenn du jetzt ganz Vorarlberg nach Wien migrierst, werden genauso Konflikte, sprachliche und auch Wertigkeitskonflikte sein wie überall anders. Das Wenigste hat ehrlich gesagt meiner Meinung nach mit dem Glauben zu tun, ob jetzt der Islam oder das Christentum. Es migrieren auch viele Christen nach Europa. Und geht einfach dort, wo viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, da gibt es Konflikte. Noch besonders, wenn sie sich nicht verstehen können und noch besonders, wenn medial auf diese, sag ich mal, Randgruppen oder auf diese minderen Gruppen hingeschlagen wird und gehetzt wird. Und das Thema Hetze ist ein gefährliches. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dieses Video mache, ist, dass ich aus meinen Augen erkennen kann, dass wir destabilisiert werden, dass wir gespalten werden, dass wir sowohl geflutet werden mit Ausländern oder mit Asylanten oder mit Fremden. Es ist so vielschichtig. Ja, wir werden geflutet. Ja, es ist meiner Meinung nach gesteuert. Nein, ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wobei das ist eine Frage, machen wir die Grenzen zu, kommt es zum Rückstau, was machen wir dann mit den Leuten, dort wird es Gewalt, sie werden über die Grenzen gehen, schießen wir dann auf die Leute, schießen wir dann auf Leute an den Grenzen, schleicht euch alle raus, wir schießen euch alle nieder, kommt dann endlich dieses Drohnenüberwachungssystem zum Einsatz an den europäischen Grenzen. Wo ich vor Jahren schon gesagt habe, dass dieses System mit Drohnenüberwachung nur dazu ist, dass sie die Leute dann früher oder später einfach an den Grenzen abschießen. Als wenn auch alle sagen, na, so ein Blödsinn, das wird nie passieren. Genau. Das wird nie passieren. Ne? Es wird auch nie passieren, dass wir alle überwacht werden. Leider, ich sag's euch, wie es ist. Wir stehen so haarscharf vor einem, ja, vor Chaos. Nennen wir es mal vor Chaos. Ich weiß, ich bin normalerweise der Typ, der sehr optimistisch ist und sehr zuversichtlich. Nur ich muss manchmal auch die Wahrheit lieb und klar, oder meine Wahrheit lieb und klar raussprechen. Und die Wahrheit ist im Moment, dass wir komplett destabilisiert werden. Dass das soziale Gefüge in allen Staaten im Moment bricht. Woran erkenne ich das? Das erkenne ich daran, dass der Fremdenhass in die Decke schnellt, dass es Ärger nicht mehr geht. Leute aus meinem persönlichen Umkreis beginnen zu hetzen und Österreich oder Ö24, was dieselbe Scheiße ist, Dinge zu kopieren und ihre Wahrheit zu nennen und zu schimpfen, wo es nur geht. Zu schimpfen, wo es nur geht, zu hetzen, wo es nur geht. Da geht es nicht mehr über den Asylanten, da geht es nicht mehr über Salafisten oder Syrer oder Iraker oder Iraner oder Afghanen. Es ist scheißegal. Es sind Muslime. Muslime sind, und der Armin Wolf vom ORF, da bin ich mit ihm einer Meinung, der Islam sind die neuen Juden. Und das meine ich nicht, und genauso hat es er auch nicht gemeint, das meine ich nicht, dass ich die Geschehnisse, was im Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkriegs passiert ist, runterspiele oder in irgendeiner Art. Und warum ich mich immer noch im 2016er Jahr dafür rechtfertigen muss, warum ich das Wort ausspreche. Fuck it, wirklich. Jeder, der normal ist, weiß genau, dass das nichts mit Juden zu tun hat. Es geht einfach darum, dass im Moment wieder eine Situation erschaffen wird, dass wir Minderheiten bekämpfen und nicht mehr wollen. Dass wir die Leute lieber an der Wand stehen haben oder alle boykottiert und raus aus Österreich. Am besten alle, gleich vom Römerplatz, gleich aus ganz Österreich, gleich aus Köln, alle Ausländer, ganz egal ob Islam oder in der dritten Generation da aufgewachsen, das nennt man dann Migrationskinder, weil Migrationskinder sind ja auch mittlerweile schon Islamisten. Die können ja genauso raus, ne? Die Sache in Köln war ein Wahnsinn. Alle schreien raus, es kommt durch Geheimdienstinformationen, Terrorwarnungen in ganz Europa, alle sind, oh mein Gott, zu Silvester, alle fokussieren sich auf Silvester. Die Polizei sagt selbst in Wien, naja, uns ist jetzt da so nichts bekannt, also wir haben da keine Hinweise und so weiter, aber wenn
Die große Führernation Amerika, das sagt, und dann wird schon so stimmen. Und zack, passieren auf einmal sexuelle Übergriffe. Na, seid mal nicht böse. Ist es ein Zufall, dass sie das Bewusstsein der Leute alle auf dieses Datum hinlenken, dass alle ja aufpassen, passiert da eh nichts, und dann passieren solche Massenvergewaltigungen oder Vergewaltigungen. Der Schmäh ist ja wirklich, dass nachweislich manche Leute, die davon berichtet haben, Schauspieler waren und sich verstrickt und verzettelt haben in der Berichterstattung, aber dass auch auf der anderen Seite diese Dinge wirklich vorgefallen sind. Meiner Meinung nach passiert im Moment ein sehr zweischneidiges Spiel. Es wird sowohl gefaked und inszeniert, als auch gemacht und vertuscht. Es sind da mehrere Strömungen auch im Werk. Man kann nicht sagen, dass die Regierung alles sind und jeder Beamte und jedes Amt und so weiter da am gleichen Strang ziehen. Man sieht und man erkennt die Widersprüche der Leute. Und ich glaube wirklich, dass es ist mir eigentlich scheißegal. Es ist mir eigentlich scheißegal, ob das jetzt passiert oder nicht passiert. Ich blicke mich um und sehe, was in den Leuten passiert. Und ich sehe, dass in den Leuten der Hass und die Angst steigt. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Wenn ich mir Facebook-Posts anschaue von Leuten, die, und da, ich könnte mich da so aufregen, die Richtigen werden sich hoffentlich angesprochen fühlen. Liebe Leute, schaltet euer Hirn endlich ein. Ihr seht irgendein Video, ihr seht irgendein Bild, ihr seht irgendein Artikel auf Facebook mit irgendeiner Überschrift, die in euer Gesamtkonzept passt, und ihr leitet das weiter und haut es in Gruppen mit 30.000 Leuten in freien Medien und wo auch immer. Seid ihr des Wahnsinns? Ihr schaut euch weder an, was ist das für ein Profil, woher er das postet. Hat er vielleicht nur drei Freunde? Zufällig? Ist es vielleicht ein Fake-Profil? Was ist das für ein Video? Kann ich das irgendwie nachüberprüfen, ob der Text zum Video überhaupt stimmt? Da werden irgendwelche islamistischen oder irgendwelche. Da werden Schlacht wie ein Schlachthofvideo wird gepostet und darüber steht der böse Islam und Halal-Fleisch und so weiter. Seid ihr des Wahnsinns? Irgendwelche Ziegen, die von der Klippe runtergeworfen werden, ja, es ist verwerflich, und drüber steht, die bösen Islamisten kommen auch zu uns. Na, seid ihr grenzgestört? Entweder ihr seid alle Nazis und dann sagen wieder, nein, ich bin ja kein Nazi, aber mir geht's nicht ein. Mir geht's nicht ein. Es ist lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Ganze so weitergeht, und ich kriege ein Lachen bis daher, weil ich das seit Jahren sage, aber es hört keiner und es nimmt keiner ernst. Und selbst die Leute, die das ernst genommen haben, viele Leute, die ich kenne, das ernst genommen haben, sind mittlerweile schon so gebrainwashed in der Angst. Wir werden destabilisiert werden. In jedem Land, wo es noch Aufstände gegeben hat, wurden die Frauen als Erste vergewaltigt. Beziehungsweise, und da hätte ich gerne mal Statistiken, wird zum ersten Mal drauf geschaut oder wird es gemeldet oder wird das in die Höhe gepusht, dass es so wirkt, als wäre es auf einmal so viel? Wie viele Leute werden am Oktoberfest oder am Donauinselfest jedes Jahr vergewaltigt? Hört man da was? Nein. Es gibt, also gerade die rechten Parteien posten Dinge im Moment. Jede halbe Stunde was gegen Asylanten. Jede halbe Stunde, irgendeine Straftat, was auch immer, es wird sofort gepostet und sagt der böse Ausländer und der böse Ausländer. Es herrscht im Moment eine Hetze, eine beispiellose Hetze gegen Ausländer, dass es Ärger nicht mehr geht. Und das ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil das erzeugt Angst in den Leuten. Das ist der Grund, warum sie sich bewaffnen. Warum in Österreich, ich glaube, 40 oder 60% die Waffenverkäufe in die Höhe gehen und die Munition ausverkauft ist. Das ist der Grund. Wo soll das Ganze enden? Die meisten Leute haben so viel Schiss und werden mittlerweile so gewalttätig und so wütend, gerade nach dem Köln-Scheißdreck, dass es sich Bürgerwehren bilden, dass in Deutschland Flüchtlingsheime brennen, dass die Leute auf die Straße gehen und Asylanten einfach umhauen.
Kann es das sein? Heißt das jetzt, es gibt diese Kriminellen nicht, diese kriminellen Asylanten, ein Teil davon zumindest? Doch, die gibt's. Doch, die gibt es. Ist unsere Polizei jetzt da noch in charge oder ist die Polizei noch am Ruder? Mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Wurden die totgespart? Ja. Wurde unser Heer totgespart? Ja. Das Ganze ist mal wirklich zu blöd. Das Ganze ist mal wirklich zu blöd, mich da hinzusetzen und stundenlang über ein Thema zu reden, wo die Hälfte eh wieder abschalten wird. Leider hättet ihr die Dinge im Kopf, die ich im Kopf habe, würdet ihr nicht so reden. Würdet ihr nicht so reden. Es ist immer ein Spiel von Aktion, Reaktion. Und sie spielen immer beide Seiten aus. Sie spielen immer beide Seiten aus und lachen sich von oben ins Fäustchen. Wer unterstützt die ISIS? Saudi-Arabien und Türkei. Jetzt wird endlich offiziell bestätigt einmal, dass wir Waffen nach Saudi-Arabien liefern. Glorreiches, neutrales Österreich. Fuck it. Wo wird irgendwer zur Rechenschaft gezogen? Warum gibt es solche Deals? Warum gibt es noch immer Verhandlungen? Warum gibt es noch immer? Warum, 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 warum? Alle Leute sind im Moment abgelenkt mit diesem Scheißdreck-Flüchtlingsthema. Und keinen interessiert mehr was anderes. Alle sind so in der Angst, weil jeden Tag wird zugedröhnt werden mit der böse Land, Moslems, Moslems, Moslems. Und alle scheißen sich an und denken an Waffen. Holt euch Waffen, was macht's damit? Schießt auf die ersten zwei, dann schießt nicht zurück, dann haben wir Aufstände da. Boah, ich beschütze meinen, wenn die nur kommen würden. Die 90% der Leute leben in einer fiktiven Welt, die sie von anderen kopieren. Es mag schon stimmen und es stimmt sicher, dass manche Leute Probleme haben, dass auf der Straße angepöppelt werden und so weiter. Aber soll ich euch was sagen? Das hat es bei mir vor 20 Jahren auch schon gegeben am Römerplatz, dass uns die Türken angestiegen sind, weil du dort alleine warst. Ist es jetzt viel schlimmer geworden? Vielleicht zum Teil. Vielleicht mag das stimmen zum Teil. Auf diversen Hotspots. Aber ist es wirklich so extrem, so wie unsere Wahrnehmung auf einmal ist? Woher kommt diese Wahrnehmung? Kommt die vielleicht von den Medien? Schaltet diese Scheiße endlich ab. Es ist so eine Gratwanderung. Es ist so eine Gratwanderung, dass sie es erfolgreich schaffen, uns komplett zu destabilisieren. Ein paar Anschläge noch in Europa, am besten in Österreich, in irgendeinem neutralen Land oder Deutschland. Ein paar Anschläge mit Terroristen. Jetzt testet die Michi Leitner ja eh schon, wie es bei uns ist, wenn man bei uns den Notstand, beziehungsweise wie sagt man dazu, den Ausnahmezustand ausruft, wie es da gesetzlich, wie es da ausschauen kann und so weiter. Jetzt kommt Facebook, kommt her mit einer neuen Idee und löscht Hasskommentare in Deutschland. Mit der Bertelsmann Stiftung. Gerade mit der lieben Bertelsmann Stiftung. Bilderberger, Rothschilds und Rockefeller und Co. lassen grüßen. Ne? Gerade die. Stellen hunderte Leute ein, die Hasspostings löschen. Grundsätzlich eine super Idee. Grundsätzlich eine super Idee, Hasspostings zu löschen. Aber welche? Wer entscheidet, welche gelöscht werden? Wer beschreibt, was Hass gegen wen eigentlich ist? Es werden Konstrukte aufgezogen, die werden alle gegen uns gerichtet werden, gegen dich und gegen mich. Da geht es nicht um Asylanten, da geht es nicht um Ausländer. Das ist das, was die meisten Leute auch noch nicht verstehen. Es geht bei dem Konflikt nicht um Asylanten oder dass Europa von Muslime auf einmal beherrscht wird. Es geht einfach darum, dass der Konflikt zwischen Christen und Muslime mit Absicht seit Jahren, seit 9/11 versucht wird, platzen zu lassen, damit die anderen im Hintergrund sich ins Fäustchen lachen können und das als Vorwand hernehmen, um Gesetze und um Überwachung und so weiter zu aktivieren und im Hintergrund in Stellung zu bringen. Warum? Nicht gegen die, oder sagen wir mal so, vielleicht in erster Linie gegen sie, dass man die mal alle auf die Seite räumt und in zweiter Linie gegen dich und gegen mich. Oder warum werden wir überwacht? Oder warum wir zensiert? Es ist so komplex und die meisten Leute verstehen es nicht. Gerade, das ist meine persönliche Meinung, die Anonymous-Bewegung, zumindest nicht die Bewegung,
Ich möchte da kurz auch noch was klarstellen. Anonymous ist nicht eine Gruppe, ist nicht einer, ist nicht eine Ideologie. Es ist ein, das kollektive Bewusstsein ist Anonymous. Da gibt es keine einzelne Person. Das Ganze entsteht aus sich. Deswegen jeder, der sagt, wir sind Anonymous und wir sind die Stimme von Anonymous, ist falsch. Ist per Definition falsch, per Grundgedanke falsch. Die Facebook-Seite Anonymous, die Anonymous-Kollektiv da in Deutschland, kann nie und nimmer Anonymous sein. Die Anonymous-AT oder was da gibt, kann nie und nimmer Anonymous sein. Es ist ein Teil des Kollektivs. Du bist Anonymous, ich bin Anonymous. Wir alle sind es. Das, was da im Moment gerade auf Anonymous, auf dieser deutschen also auf dieser deutschen Seite passiert, da wird auch nur mehr gehetzt. Nicht böse sein, solltet ihr das sehen. Jeder weiß mittlerweile, dass ihr mit dem Kompaktmagazin backelt. Jeder weiß, dass ihr vielleicht Geld, man weiß es nicht, dass ihr zumindest ein Sprachrohr für das Kompaktmagazin seid. Die, sage ich mal, sehr weit auf der rechten Seite angehaucht sind. Es ist, wie es ist. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist, aber es ist gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, weil es sehr eintönig ist. Weil es auch auf eurer Seite nur mehr gehetzt wird gegen Ausländer. Zu Recht oder Unrecht, das steht nicht zur Debatte. Was ist die Reaktion eurer Aktion? Es ist Hass und Angst. Und Hass und Angst ist das, was uns hier in Europa, in jedem einzelnen Land, besonders im deutschsprachigen Raum, ins Chaos stürzen wird. Und ich prophezeie euch, dass wenn nicht jeder Einzelne aufpasst, von dem, was er denkt, was er postet, was er liest, was er für Scheiße weiter liked und weiterschreibt, dass das aber an gewissen Zeitpunkt eskalieren wird. Und es können ein paar Anschläge noch dazu, große Medien, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, dann bilden sich Bürgerwehren, dann gehen Leute auf die Straße, dann wird geschossen, dann. Es bilden sich ja jetzt schon, kauft nicht mehr bei Muslime Ärzte, die Asylbewerbern irgendwie die Behandlungen ne, verwehren. Oder nicht mehr aufnehmen, die dann die Konzession verlieren, die dann als Bundespräsident kandidieren wollen. Leute, die sagen, ja, ihr dürft nicht mehr bei uns einkaufen, ihr dürft nicht mehr ins Hallenbad und so weiter, weil es da Vorfälle gegeben hat. Ja, seid's mal nicht böse. Weiß irgendwer von den Leuten, die da jetzt da zuschauen, wie es im Zweiten Weltkrieg war, nicht von irgendwelchen Geschichtsbüchern oder irgendwelchen NTV-Dokus, habt ihr noch Verwandte? Könnt ihr in persona mit Leuten, die dort dabei waren, die euch sagen können, wie das dort abgerannt ist mit den Juden. Seid ihr gestört? Alles auf, oh, ich bin in der Truth-Szene dabei, wir sind für alternative Medien, wir kennen uns aus und selbst da werdet ihr alle gebrainwashed. Ich habe mir nie vorstellen können, dass so viele Leute in die Irre geleitet werden können. Behaltet euch vor Kopf, dass wir destabilisiert werden sollen. Haltet euch vor dem Kopf oder vor den Augen, besser gesagt, dass der einzige Sinn dahinter ist, dass wir Krieg gegen den Islam führen und Europa vom Islam reinigen. Genauso wie beim Zweiten Weltkrieg. Grenzen werden geschlossen, die Leute werden abgeschossen auf den Grenzen, kommen dann in irgendwelche Pufferlager und werden dort versorgt. Im ersten Schritt und im zweiten Schritt haben sie das den Juden nicht genauso erzählt. Oh mein Gott, er vergleicht das mit den Juden, weil es genau so kommen wird. Und ich bleibe bei meiner Meinung, weil ich das seit Jahren schon prophezeie und ich bleibe dabei. Und es liegt an jedem Einzelnen. Es liegt an jedem Einzelnen, verdammte Scheiße. Ich weiß nicht mehr, in welcher Welt ich lebe. Seid ihr alle so blind? Ihr lasst euch in die Hetze treiben. Ihr seht, es gibt hunderte, wenn nicht tausende Fake-Profile auf Facebook. Ich frage mich immer, wer macht diese Videos mit dieser Überschrift? Wer macht diese Bilder mit der Falschinformation, wo ich die Bilder und teilweise die Videos schon vor Jahren gesehen habe, in einem ganz anderen Kontext? Wer macht das? Da muss ich aber hinsetzen. Da muss ich ja mit einem Programm hinsetzen und das schneiden und das so editieren. Wer macht das? Welche Leute machen das? Was haben die für ein Interesse? Na, da hast du es ja, da hast du es ja. Da ist der Scheiß Ausländer. Das sind die wahnsinnig. Wie können die das nur machen?
Ein Video von einer vergewaltigten Dänin irgendwo in Syrien oder keine Ahnung, wo die war, die von einer Gruppe von Demonstranten halt eingekreist wurde und da vergewaltigt wurde oder bedrängt wurde. Da schreiben sie hin, dass das in Deutschland war. Wird hunderttausende Male geliked und geshared. Nicht einer, nicht einer, nicht einer. Sei wenigstens du der Gescheiter ist. Recherchiert und sagt, hey, falsches Video, weil aus dem Kontext bitte löschen. Aber Volldampf voraus. Volldampf in die Emotion und gib ihn, ne? Erinnert euch noch, war das letztes Jahr oder vor 2 Jahren, da hat Facebook einen Test gemacht. Und das ist essentiell wichtig und sollte mal jeder drüber nachdenken. Facebook hat einen Test gemacht, ich glaube mit 100 oder 200.000 Probanden, also Facebook-Usern, ohne dass sie es angemeldet haben, was rechtlich per AGBs und so weiter eigentlich gar nicht sein darf. Und sie haben einen Test gemacht und haben bei der einen Gruppe eher in dem Newsfeed positive Dinge sichtbar gemacht und bei den anderen eher negativ. Weil sie austesten wollten, inwieweit das Verhalten oder was das für einen Einfluss auf den Leser in Facebook hat. Also, dir zeige ich jetzt nur gute News und dir zeige ich jetzt nur schlechte, nur Asyl-News oder nur Hetz-News. Es hat einen für meine Verhältnisse oder für viele andere auch ziemlich großes Bahö gegeben im Internet. Es war sogar ein kleiner ORF-Artikel und das ist schon sehr viel, weil normalerweise wird das komplett geschwärzt. Und da kam dann her, Facebook hat sich noch offiziell entschuldigt und es kommt nie wieder vor. Da ist dann rausgekommen, dass das Ganze von einer Universität in Auftrag gegeben wurde. Dann wurde es wieder ruhig und wie immer, da bleibt man dann 2 Wochen später. Sollte man nochmal nachfragen oder nachrecherchieren, weil man hört es dann nicht mehr von den Medien. Da hat sich herausgestellt, dass der ultimative Auftraggeber das Pentagon war. Das Pentagon, das mit Facebook versucht oder Test reinmacht, was es für eine Macht hat, indem sie bei Leuten diese Art von News nur sichtbar macht und bei den anderen diese Art von News nur sichtbar macht. Und es gibt immer noch Leute, die sich jetzt denken, na und? Weil die Leute nicht einmal schaffen, über 2 Ecken weiterdenken zu können. Sie manipulieren uns. Sie manipulieren uns. Niemand weiß offiziell, wie der Facebook-Algorithmus funktioniert. Niemand weiß, warum du die Nachricht aus der Gruppe genau da so und so und so und so bekommst. Niemand weiß das. Niemand. Das ist das große Corporate-Geheimnis von ihnen. Fakt ist, dass sie schon getestet haben, wie sie Leute gefühlsmäßig und psychologisch beeinflussen können, anhand von den Informationen, die sie ihnen dauernd vorhaben. Und wir schwimmen immer noch weiter mit. Natürlich braucht man noch Facebook auf eine gewisse Art, bis man sein eigenes Netzwerk hat und wir arbeiten dran. Aber dennoch, seid's doch gescheiter. Schaltet euer autarkes Hirn ein. Lasst nicht andere für euch denken, denkt selber. Schaut euch nicht die neueste Doku an und adaptiert die Meinung, sondern setzt euch am Abend hin und grübelt einmal im Finstern. Nehmt euch einen Block, einen Stift und zeichnet euch auf, schreibt euch auf Pro und Contra. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war eher so ein Ich kotze mich einmal aus Video, weil ich bin es wirklich leid. Ich bin es wirklich leid, dass ich da oder dass da viele ihr Herzblut opfern und versuchen, da wirklich im Positiven was zu leisten und dann andere Leute einfach nur stupide dumm sind. Einfach nur dumm sind und einfach nicht aus der Geschichte lernen und nicht sehen, dass sie manipuliert werden. Denn nur anhand der Emotionen getriggert worden werden. Ich habe ein Kind, ich muss mein Kind beschützen, oh mein Gott, zu den Waffen. Hoffnung, Angst. Hoffnung und Angst und ich manipuliere jeden Einzelnen von euch. Jeden Einzelnen. Gib mir Macht über das Internet, so wie es die USA und wie es die anderen haben. Und ich manipuliere und die Medien und ich manipuliere euch in jede Richtung. In jede Richtung. Ob stimmt oder nicht stimmt, ganz egal, ich leg's mal so aus. Ich drehe mal die Story so, dass es mich begünstigt.
Seht ihr überhaupt den Rechtsruck in Europa? Seht ihr das? Begrüßt ihr das? Ja, brauchen wir ja, ne? Brauchen wir ja. Dass Russland aber auf der anderen Seite auch die rechten Parteien unterstützt, das sagen auch die wenigsten. In Österreich, in Deutschland, in Frankreich. Warum haben die rechten Parteien eigentlich immer so ein Näheverhältnis zu Russland? Hat vielleicht auch Russland ein Interesse daran, dass die rechte Seite hochkommt? Warum werden die Grenzen zugemacht? Warum fordert Russland alle Juden auf, nach Russland zu migrieren, wenn sie sich nicht mehr sicher fühlen in Europa? Ein sehr vielschichtiges Problem. Und eins, wie gesagt, ich weiß die Wahrheit noch immer nicht. Sie rüsten sich auch noch immer für den Weltkrieg. Täuscht euch da nicht. Glaubt es nicht nur, weil jetzt Asyl, Asyl, Asyl steht überall. Die machen schon noch ihre Übungen. Wenn sich da nichts, oder wenn wir es zulassen, wenn wir es zulassen, dass der Trend so weitergeht, wenn wir es zulassen, dass der Trend so weitergeht und wir weiter in diese Hetze und in diese Angst kommen, die natürlich getriggert wird durch Situationen, die von außen auch geschaffen werden. Wenn wir nicht schlauer sind als die, weil sie sind immer um ein, zwei Schritte voraus, wenn wir nicht schlauer werden als die, dann gute Nacht Europa. Dann gute Nacht Europa, dann haben wir bürgerkriegsartige Zustände da. Und am Schluss wird das Militär kommen und wird in Europa für Sicherheit sorgen. Und das ist auch der Grund, warum die Dinge so laufen, wie sie laufen. Das ist auch der Grund, warum sie das die Heere totsparen überall. Das ist auch der Grund für diverse europäische Einsatztruppen. Das ist auch der Grund, warum die Leute jetzt auf einmal oder die Länder ihre Grenzen zumachen und die EU mittlerweile sagt, wenn ihr nicht für die Grenzsicherung und die europäischen Grenzen sorgt, dann tun wir das. Ganz egal, ob das jetzt da euer Hoheitsgebiet ist oder nicht, dann kommt die EU-Armee und wird für Schutz und Ordnung sorgen. Und das wird passieren. Und genau das wird passieren. Und ja, ich kann nicht mehr als davor zu warnen. Seit Jahren. Und es geht genau in die Richtungen und hoffnungslos. Ich muss ehrlich sagen, in den letzten ein, zwei Wochen oder so, seit das in Köln passiert ist, bin ich selbst ein wenig down, weil ich nur am Beobachten bin. Das Kollektiv, die Leute in Europa, die Gruppen, das, was sie schreiben. Und es driftet alles ab. Es driftet alles ab. Es driftet alles ab. Und ich sage nicht einmal, dass es unbegründet ist. Aber wir sollten einen Schritt gescheiter sein. Wir haben nicht aus der Geschichte gelernt. Und ja, das war es auch schon. Ich weiß nicht, wie und in welcher Form es da weitergehen wird. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, in welch. Es laugt einen zu sehr aus mittlerweile. Es laugt einen zu sehr aus. Sich mit den politischen Themen zu beschäftigen und versuchen, irgendwie ein paar Leute zu erreichen, dass sie nicht so in der Angst und im Hass sind. Es kostet Kraft, mit jedem Einzelnen zu diskutieren. Und dann denke ich mal, warum mache ich es überhaupt noch? Ich sollte mich einfach zurückziehen, mein Erspartes nehmen und. Aber ja, das ist keine Option. Ich werde euch auf jeden Fall am Laufenden halten. Es tut mir leid, dass in letzter Zeit nicht so viel Content und Videocontent rauskommen ist. Ich habe viel um die Ohren, mir geht es nicht so prickelnd, es ist auch irgendwie Winterzeit und ich fühle mich nicht so vibrationmäßig sehr stark, muss ich offen und ehrlich zugeben. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Ihr findet auf jeden Fall alle Updates im YouTube-Kanal, abonniert ihn einfach, damit ihr die weiteren Videos auch nicht verpasst. Oder auf meinem Facebook-Kanal. Thema Kesche.
abwarten. Da wird es ein eigenes Video geben. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche Zeit. Kommt zu Sinnen. Besinnt euch. Das hat nichts mit Weihnachten zu tun. Versucht es einfach. Weist die Leute darauf hin, was sie für Scheiße posten. Werdet jetzt nicht müde, ihnen das zu sagen. Achtet darauf. Achtet auf eure Emotionen. Es geht nur darum, dass die Leute mit ihren Emotionen getriggert und geleitet werden. Das ist der einzige Grund. Das ist die einzige Chance, wie sie mit uns tun können, was sie wollen. Wir sollten gescheiter sein. Du solltest gescheiter sein. In dem Sinne, ich wünsche uns allen nur das Beste. Bleibt am Ball und bis bald. Danke euch. Wake up inside. And free your mind. Inspired by the me and the you. Truth. Information. Connect the dots. Big picture. Conscious. Tom who knows.